Hallo alle zusammen. Ich möchte mit euch etwas teilen, was ich bei der Polyglot-Konferenz, beim Polyglot-Treffen gelernt habe, beziehungsweise gelernt ist, ist etwas, was ich schon länger wusste, aber was ich erst wirklich bei der Konferenz im großen Stil gemacht habe. Also etwas, was ich öfters gemacht habe, und das ist es, mich Dinge zu trauen, die von denen ich erstmal denke, oh nee, ich traue mich nicht, ich will das nicht machen. Ich habe mir ganz viele Sachen getraut, wie man im Englischen sagt, to get out of your comfort zone. Und das habe ich gemacht beim Polyglot-Treffen, und das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin, und ich möchte euch dazu inspirieren, auch außerhalb eurer Komfortzone zu gehen, das heißt auch euch Dinge zu trauen, die ein bisschen furchteinflößend scheinen, aber eigentlich gar nicht gefährlich sind. Was habe ich gemacht? Nun, ich war zweimal auf der Bühne. Ich habe einmal bei einem Spiel mitgemacht auf der Bühne, wo ich ganz schnell überlegen musste, und ganz viele Leute haben mir dabei zugeschaut. Da hatte ich sehr viel Lampenfieber. Lampenfieber, das ist die Angst, die man bekommt, wenn man auf der Bühne ist. Und ich habe auf der Bühne gesungen, und da hatte ich auch sehr viel Lampenfieber. Und natürlich zur Konferenz selbst zu gehen, war auch etwas, wozu ich mich trauen musste, wo ich außerhalb meiner Komfortzone gekommen bin. Denn da waren natürlich sehr viele fremde Menschen, die ich nicht kannte, und manchmal ist es natürlich schwierig, in einem Raum zu sein, wo man niemanden kennt. Und dann war da noch, das wird jetzt ein bisschen persönlich, aber ich möchte es trotzdem mit euch teilen. Und da war eine Frau, die ich süß fand, und ich habe ihr gesagt, was ich fühle, obwohl ich wusste, dass es nicht klappen wird. Ich wollte einfach nur mich trauen, und ich wollte ehrlich sein. Und deswegen habe ich ihr gesagt, was ich von ihr halte. Und da musste ich auch ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen. Und insgesamt hat mich das sehr glücklich gemacht. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr viel daran gewachsen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein viel besseres Selbstbewusstsein. Und aus diesem Grund möchte ich euch sagen, hey, wenn ihr überlegt, ob ihr etwas macht oder nicht, ob ihr euch etwas traut oder nicht, dann sage ich zu euch, traut es euch. Traut es euch zu, das zu machen. Traut euch und geht außerhalb eurer Komfortzone. Und ihr werdet merken, wie ihr euch sehr stolz und sehr glücklich fühlt. Ja? Wenn ihr das macht, sagt Bescheid, wie es euch ergangen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!